Hey Leute, willkommen zu unserem neuen Video. Endlich. Heute wollten wir einen Ausritt machen mit Sattel ohne Steigbügel. Und ja, die Ponys stehen hier auch schon angebunden. Die irgendwie sieht man kaum, die ist da hinten. Ja, Toffi ist immer so im Bild. Und ja, wir putzen sie mal. Ich putze halt mit der Wonder Brush, meine Schwester mit dem Gummistriegel. Die Ponys sind auch sauber, weil es hat über Nacht geregnet und sie standen im Stall. Und ich bin auch nass. Ich habe mich gerade voll ins Wasser gesetzt, weil hier ist alles nass. Andere Seite, Unterbauch. Oh, nicht schon gut. Sie sehen auch den Hals auch. Toffi war voll sauber. Ich will ihn wieder alles schön reinstopfen. Das passt immer nicht so ganz. Was kommt dann? Kadetsche. Das ist meine Schwester, ihre Kadetsche. Werf einfach rein. Das ist so ein Hase. Da musst du ihn wieder aufräumen. Und das ist meine. So putzt man nicht, aber gut. Sie sitzt auf Amy. Mann, man sieht dich immer noch nicht. Wink mal. Ja, sie sitzt auf Amy und putzt. Irgendwie gute Idee, mach ich auch gleich. Aber zuerst will ich es sauber haben, sonst bin ich dreckig. Und vom Bauch wird schwierig. Ich setze mich nach ganz hinten. Okay, es ist schwer. Aber macht Spaß. Umdrehen! Und vom Bauch. Das wird toll. Und dein Bauch. Am Hals auch. Alles am Hals. So, jetzt müssen wir die wieder irgendwie da reinkriegen. Noch nicht. Ist immer ein bisschen eng bei mir. Was jetzt? Ich mach's im Kopf. Ich mach schon mal die Beine. Die hat so kurze Beine. Amy hat noch kürzere. Okay. Das ging schnell. Toffis Beine sind manchmal echt eingeschleimt. Angeschlampt. Was weiß ich. Die Gesichtsbürste passt zu Amys Halfter. Ja. Für Toffis nicht. Toffi hat wieder ihr neues Halfter an. Und ich habe auch nachgeguckt, von welcher Marke das Halfter ist. Das ist von Imperial Riding. Gott, ich kann es kaum aussprechen. Aber ja. Jetzt bin ich schon wieder ins Wasser gekommen. Oh Mann. Mike, du sagst, wir können doch einfach deine Handtücher machen. Nee. Unser nasser Dirndl. Nein. Ich mach schon mal die Hufe. Warte. Alles muss schön reinkommen, sonst dauert das wieder. Wenn du die Haare machst, kann ich ja die Haare. Mähne. Das ist unsere Mähnenbürste. Ja. Mähnenspray. Mähnenspray. Aber nicht zu viel, ne? Ja. Gut. Die Bürste fällt gleich runter. Bei Amy müssen immer noch Haare dran gemacht werden. Ja, wir sind immer noch nicht dazu gekommen. Warte. Es muss alles schön reingemacht werden. Oh. Komm, ich brauche die Mähne. Ich nehme das einfach mal raus. Und als nächstes nehme ich dann das Hut. Ich brauche die Mähne. Was? Und als nächstes nehme ich dann das Hut. Nee, das machen wir nach dem Reiten drauf. Immer nach dem Reiten. Ich will ihn jetzt. Vorm Reiten sind dann die Hufe immer so ölig und dann klebt der ganze Sand von der Reithalle oder so dran. Obwohl wir ausreiten gehen, aber gut. Ich muss hier eher drüber steigen. Hast du Amy Schweif gemacht? Oh nein.
Hufkratzer. Da. Mach Schweif. Lecker. Nicht so lecker. Genau. So, die Toffee ist jetzt fertig. Ja. Mein Crunchy ist fertig. Ich sag es schon mal, okay? Mhm. Dann ist auch gleich fertig. Mach mal, es zeigt ja weiter nach hinten von Amy. Ja, ich weiß. Ich hab hier noch so eine, das kann, Spray von diesen Haaren da abkriegt. Sehr blöd. Das hier ist der Deckel. Seht man den? Das ist der Deckel, der geht nicht zu. Gut, dann lasse ich halt die Putzbox offen. Und jetzt sollten wir. Sattel-Decke, die habe ich aber selbst genäht. Die ist so blau-weiß und dann hat sie noch so karierte Muster. Ja. Ich muss sie erstmal drauf bekommen. Die lässt sich sehr leicht knicken. Deswegen kann man sie ein bisschen schwer. Oh, zu dumm, echt. Ich habe es voll schon draufgelegt. Zu dumm, echt. Ja, ich bin schon meinen Sattel gegriffen. Tschüss. So weit. Nein, eigentlich nicht. Ich bin nie weit. Übrigens haben die Steigbügel schon abgemacht. Ist echt so. Nächstes Loch. Mach erstmal drei oder zwei. Zweite oder drei, ist egal. Gut. Du quetscht mich hier ein. Quetscht mich hier ein. Ich war hier zuerst. Ja. Oh, musst du die nach hier durch? Den Sattel muss ein bisschen nach hinten. Gut. Und den dritte. Oder zweite? Ja, hoffe ich. Oh, was willst du? Ja, ich kann ja nicht so ganz rutschig da drauf. Oh, weißt du, was mir gerade einfällt? Ja. Diese Schlaufen sind immer an den Steigbügeln befestigt. Jetzt kann man die nirgends festmachen. Doch. Hier durch. Ich hoffe, ihr habt es nicht. Mach doch einfach ins dritte. Noch mal alles schön korrigieren, dass es alles perfekt ist. So, Toffee ist gesattelt. Übrigens werden wir beide heute mit Halfter und Reitzügeln reiten, aber ich nehme das andere Halfter, weil das mir zu schön für den Austritt. Und hier sind mir alles Reithalsringen in Pink. Da. Ja. Hol mal das andere Halfter. Strick ist im Weg. Dann mach nach. Der muss eh ab. Mit diesem Halfter reite ich halt und mit den Reitzügen, die ich selbst gemacht habe. Ich hänge aber Toffis Halfter weg, weil hier ist alles nass. Ich weiß, ich trenne es gerade falsch. Ist nur ein Halfter. Und dieser Strick lag voll im Wasser. Lecker. So. Achso, der muss hier hin. Warte. Der muss. So. Ich komme alleine hoch. Warte. Ich bleib noch unten. Ich räum doch schnell meine Schuhe. Ich muss mal rein. Ja, nee, das ist noch wieder. Schon wieder. Meine Schwester findet ihren Reithelm nicht. Und ich nehme doch Fahrradhelm. Hab auch gerne drauf. Ich zu. Okay, meine Schwester nimmt ihren Fahrradhelm, weil sie ihren Reithelm nicht findet. Sie verschlammt nämlich immer alles. Oder verbummelt oder wie man auch immer dazu sagt.
Ihr seht mich gerade gar nicht. Ich ziehe gerade meinen Helm auf. Pferde. Ja, darf ich hier bin fertig. Jetzt habe ich mich voll lange benutzt. Hab mal im Weg. Das ist echt so, ist bei mir auch immer so. Ja, bei diesen. Ja, aber bei dir ist es ja leichter. Okay. Bei den so, Stecken. Wir guten. Ja, wir guten jetzt erstmal nach. In welches Loch? Als höher. Mach sie dann noch erstmal. Haha. Gerade beim kleinen Pferd nach. Okay. Boah, ist die klein. Du bist echt klein, Engi. Gut. Und jetzt steigen wir mal auf. Sieht man überhaupt auf das Kopf? Ja. Kommst du hoch? Ja. So gehe ich immer alleine. Ich muss anders hochgehen, weil wir haben hier keine Steigbügel. Okay, warte, ich mache einen Bock. Beinahe hätte ich irgendwie den Kopf gerammt. Flatsch. Und wäre ihr Kopf ab. Ab oder? Nein. Das ist jetzt auch wieder nicht. Man sieht nur meine Beine. Bei mir sieht man halb den Kopf. Ist voll ungewohnt, so zu reiten. Check. Aber jetzt reiten wir mal los. Sieht ein bisschen komisch an. Bist du eh schon mal so geritten? Mm-mm. Doch, Ronja. Ja, stimmt. Ronja, bist du ja auch mal mit Sattel ohne Steigen geritten? Ja. Ronja ist übrigens ein Pony von unserem Onkel. Der hat nämlich fast 90 Pferd. Ich reite nie Karamell mit Sattel. Ich will wieder zum Pony. Ja, okay, will keiner von YouTube wissen. Komm, wir treiben an. Emmy reitet halt sie ganz schön wackelig. Ja, ich reite ja auch mit dem Halsring. Meiner ist dünner wie deiner. Ja, ich weiß. Heute ist Emmy richtig komisch und Toffi voll krass. Oh, schön wird. Anstrengend. Kommt eine gute Galoppstrecke, hier können wir mal angaloppieren, aber zuerst traben. Galopp! Was sich anhört, wenn Amy galoppiert. Was? Nein, das ist dein Sattel. Das ist mein Sattel! Schon machen kann. Das, was die Chattys haben. Ja, Amy hat es nicht. Amy ist ja auch Holz. Du bist auch Holz. Ich will mal Holz schneiden. Wir traben. Tschüss. Warte. Ich bin mit einer Hand. Ich kann auch ohne Hände. Ich brauche es. Sie trat erstmal weiter. Galoppiere ohne Zügel. Hallo. Ah. Amy galoppiert doch wieder. Es ist übrigens 10 Uhr morgens oder so.
Wir haben unseren Pool ein bisschen aufgebaut. Ja, unser Pool steht da. Hoffentlich geht die Pumpe nicht an. Gleich macht's dich. Ein bisschen Schritt. Warte, wie Amy wackelt. Du musst hoch und runter gehen. Ist gar nicht so, das sieht aus wie so ein toter Fisch. Ich will noch mal ganz viel. Alter, Amy! Ja, die hat einen Stehfehler. Ja, ein Bein ist kürzer. Wow! Ja. Und wenn sie auf ganz geraden Ding steht, dann macht sie dicke, dicke. Dann reiten wir jetzt nur noch Schritt. Wir sind gleich wieder da. Weißt du, worauf ich immer draufklatsche, wenn sie ist sie lobt? Auf den Fleck. Ja. Amy ist ja gefleckt. Und da hat sie am Hals einen großen Fleck. Ja. Kannst du dich so nach hinten lehnen mit Sattel? Und dass dein Kopf auf dem Po ist. Dass dein Kopf auf dem Po ist? Ja. So weit nach hinten. So. Kann es nicht. Wow. Nein, aber ich kann, wenn ich so lieg und den Bauch, meine Beine so hoch mache und dann den Kopf berühren. Ich kann stehen. Oh wow, ich auch. Ja, kann ich auch. Und stehen. So, wir sind jetzt wieder daheim. Und ja. Alles cool. Kampfsattel. Erst einmal die Teile da. Kannst du die Steigbügel holen? Mhm. Weil wir die wieder dran machen müssen. Oh, das nicht. Meine sind dort, wo die Bandagen von Toffi sind. Und deine hängen oben. Ja. Genau. Beine, Toffi. Die, wo ich hier oben bin, sind deine Füße. Aber du musst sie von der Sicher, das ist meine Sonne, die sehen so klein aus. Das sind deine. Okay. Guck mal, meine angetan. Okay, das sind meine. Und dann haben wir auch größere Löcher. Ich mach die Bügel dran, du machst sie zu. Also hoch. Ah. Okay. Mach meine auch hoch. Okay. Sechs. Da sind deine groß. Und riesige Löcher aus. Pass auf, dass das Sattel nicht runterfällt, weil der ist schon ab. Du bitte, bitte. Boah, was für riesige Löcher. Oh, deins wird schwer, weil da ja diese Riemen da noch sind. Guck mal, der Weg, der Weg, der kann ich wieder durchgucken. Und mein, Warte, ich muss hier noch durch. Oh, das dran war dahin. Das? Ja. Nein. Gut, so, und dann hier oben. Siehst du, Hauptsache ist das Kind. Gib mir meinen Steigbügel. So. Pommes! Ketchup, Lena. Yeah. What? Boah, aber guck mal, wie schlecht du das zugemacht hast. Da kann noch ein Messer drin nehmen und dann. Kann. Genau. Was wir halt alles labern und dabei filmen.
Wir sind echt dumm. Ja. Da, mach hoch. Amy, du bist fett. Das steht voll im Weg. Das ist mein Milchschokolade, das ist voll süß. Und ich mache jetzt mal auf Pause und dann satteln wir ab und so weiter und so fort. So Leute, wir sind jetzt fertig mit Absatteln und so weiter und so fort. Die Ponys haben jetzt die Koppelhalfter auf, beziehungsweise Toffi. Amy hat nur einen Halfter. Ja, juckt. Und wir kratzen jetzt noch Huf aus. Machen Huf. Tschüss. Machen Huföl drauf. Und bürsten die noch ein bisschen. Und ja. Nein. Achso, ja, das ist das. An der Sattellage, ne? Weil da schwitzen die. Ich gehe mal mit der Wurzel, ne? Weil die ist härter. Oh, der Sattel war. Oh, da schwitzen wir. Und am Sattelgurt. Oder gut. War. Ich krieg hier nichts mehr rein. Jetzt mache ich die Hufe und man sieht hier gerade voll den Huf. Pinsel. Alles klar? Ja. Genau. Was soll ich jetzt machen? Warten. Okay. Und die Fresse halten am besten. Und ich mache jetzt noch Huföl drauf. Boah, ist der jetzt dreckig. Was ist denn das, ey? Guck mal, was ist das? Mach nicht mal Huföl, das ist ja kaputt. Ja. Oh ja. Lecker. Ich will nicht wissen, was das ist. Genau. So, Hufe sind jetzt auch eingefettet. Von den Pferdis. Jetzt möchte ich das Huföl wieder zukriegen. Es geht so schwer zu. Und dieses Huföl verliert übrigens Haare. Noch zwei Schauen. Jetzt sind die Hufe alle ganz schwarz voller den Haaren. Nein. So. Ich muss jetzt hier alle Bürsten wieder ordentlich reinbekommen. Schwierige Aufgabe. Toll. Jetzt muss ich dieses kleine Fächlein da drauf bekommen und das passt nicht. Ja, gibt Toffi auch in der Galli. Ich habe hier immer Leckerchen drin. Alter, die schlägt man ganz gut ab. Ja, Toffi ist verfressen. Merkt man. Ja. Handy im Weg. Kamera ein bisschen vor. Gut. So. Das war's jetzt mit unserem Video. Hier im Hintergrund stehen Ponys. Richtig chillig. Ja, ich hoffe, euch hat der Ausritt gefallen. Lasst uns einen Daumen hoch da. Ja. Und abonnieren nicht vergessen. Ja.